Da haben sie das Feld. Niedzwitz und Team setzen sich ein bisschen ab. Ein BMW versucht an Ferdé vorbeizukommen und hat es wohl auch geschafft. Das ist Roberto Ravaglia. Serienfahrzeuge, die in einem zulässigen Rahmen modifiziert sind. Und Kurt Thiem ist in Führung gegangen. Kurt Thiem ist in Führung gegangen, da haben wir es im Bild. Niedzwitz jetzt Zweiter, Dritter Alain Ferté, der Ravaglia halten konnte. Der Italiener jetzt Vierter, Fünfter Cudini. Und dann kommt ein weiterer Ford mit Frank Bieler. Vom Beruf technischer Zeichner und sein großes Vorbild, so sagte sei Ayrton Senna, der heute hier nicht mitfährt. Wessen Vorbild ist der nicht? Zu erwähnen wäre vielleicht noch ein bemerkenswertes Saisondebüt. Auf Platz 20 liegt ein Däne, Chris Nissen, der im letzten Jahr in Japan einen fürchterlichen Unfall hatte. Sein Leben hing wirklich an einem seidenen Faden, ein medizinisches Wunder. Verbrennungen, 4 Minuten lang brannte das Auto. Und jetzt fährt er wieder mit. Liegt auf Platz 20, fährt einen BMW M3. Immer gut halten kann und als ob er ihn steuert, denn er hat jetzt wieder ausgedehnt auf 3,5 Sekunden zu Klaus Niedzwitz. Es gibt einen neuen Rundenrekord aufgestellt in der 5. Runde, während wir hier Sopa im Clinch mit Volker Weidler sehen. Weidler sieht. Oh, da hat er ist zurückgefallen auf Platz 17, dreht sich, steht entgegen der Fahrtrichtung. Volker Stetzek fällt die Box. Ja, und auch hier Frank Bieler. Philipp Müller hat Frank Bieler rumgedreht, sagt man bei uns in der Fachsprache. Er ist hinten an die Stoßstange gefahren beim Einlenken, als dieser einlenkte und hat ihn rumgedreht. Er muss alle vorbeilassen und Überrundung, Team überrundet Weidler. Peter Oberndorfer, der Journalist aus München, 33 Jahre alt. Und die letzte Runde läuft. 3 BMW im Bild. Das ist Heger und Girouard, die haben gerade ihren Markenkollegen Christensen überrundet, der in der Box war. Ja. Und Kurt Thiem wird dieses Rennen gewinnen. Das dürfte jetzt feststehen. Da qualmt einer hier die Gerade voll, Erik van der Pöhle. Ja. Der rote BMW. Da haben wir Van der Pöhle. Da steht vorne links das Rad. Das scheint sich verhakt zu haben. Bisher also 8 Fahrer mit Siegen in den gesehenen 13 Läufen. Wir werden jetzt hier gleich den Start des 14. Laufes erleben, in etwa gut 5, 6, 7 Minuten. Die Reparaturpause neigt sich dem Ende entgegen. Die neue Startaufstellung beginnt. Alain Ferté mit ihrem Auto Armin greift auch sofort Kurt Thiem an, kommt aber da nicht vorbei. Jetzt kommt natürlich der haarige Moment, die Spitzkehre. Das ist immer ein Knackpunkt in der Startrunde. Jetzt wird es ganz eng, ja. Mit so manchen Nasenstüber im Gedränge. Franco Brancatelli schon langsamer geworden und an die Seite gefahren. Wahrscheinlich Müller hat sich gedreht gerade. Die Startnummer 50. Oh, da gibt es Probleme für Sopa. Sopa, und das ist bitter, denn er ist noch der Tabellenführer. Und das könnte ihn möglich. Oh, der hat offensichtlich sich das Auto angeschlagen. Da wollen wir nochmal genau hingucken. Das läuft ziemlich krumm. Ja. Vielleicht sehen wir jetzt mehr in der Wiederholung. Ja. Möglicherweise hat er. Ja, das Rad ist weggeknickt. Ein genau der gleiche Fall wie bei Harald Groß gestern. Richtig.
Das Unglück des Steve Soper begann ja schon gestern damit, dass er ins Qualifikationsrennen musste. Da haben ja schon einige kichernd gestanden und haben gesagt, so, der Tabellenführer auch mal im Startplatzrennen. Und das setzt sich nun mit einem mäßigen ersten Lauf fort. Da war er auch nicht ganz happy und nun ist es passiert. Jetzt ist er draußen. Ja, und Gerd Ruch, der Berliner, kommt ins Gehege mit Günther Murmann, Startnummer 45, der Ringshausen-Sierra. Ist der Soper sauer. Er schimpft den Rohrspatz. Erich Zarkowski ist sein Teamchef dabei, der Herr in Weiß. Aber ja, hier geht's jetzt zur Sache. Und Nils wird überholt. Da scheint der Kurt Thiemann ein Problem zu haben. Tja, Problem oder Taktik, das ist die Frage. Ich glaube nicht Taktik, weil er ist von Anfang an volles Rohr gefahren, wie man bei uns sagt, und wird ja sicherlich die Führung nicht so schnell wieder abgeben wollen. Wir sehen auf dem Dach von Klaus Nitzwitz zwei Antennen. Das heißt, auch dieses Team, Eckenberger, hat jetzt die Telemetrie. Das heißt, das Motormanagement von den Boxen, so können wir es pauschal sagen. Richtig, nicht nur Motormanagement, sondern auch die Teamcrew kann alle Daten des Motors in der Box ablesen. Der Fahrer muss sich nicht mehr so sehr darauf konzentrieren. Damit Nitzwitz Vierter. Der T hat derweil vorne fast 4 Sekunden Vorsprung auf Fabien Giroir, der im Moment dann der neue Tabellenführer wäre, wenn es so bliebe.